Hallo, ich habe hier, ich suche nach dir, ich habe das Amulett. Kette fällt der Gegenstand, ja. Was tust du da? Sie blickt ihren Geist an, bis etwas sie abzulenken scheint. Ihr Ausdruck wandelt sich, sie runzelt die Stirn und lauscht. Aus dem Amulett starrt ein Licht, das pulsiert wie ein Stern. Phalanroids Gesicht verdüstert sich, sie presst den Mund konzentriert zusammen. Na, du willst dir ein Bündnis mit einem Ungeheuer kaufen? Ich werde dir nicht als das nötige Geld dafür dienen. Ich beende dein kriecherisches Leben und das deines Drachen. Sie ergreift ihre Streitaxt und springt mit einem Schrei auf dich zu. Ah, große Regenfallen. Das ist irgendwie viel angenehmer. Dein nächster Hieb lässt die Drachentüterin in die Knie gehen. Sie blickt dich mit unverhohlener Verachtung an, die blutigen Zähne fest zusammengepresst. Du weißt nicht, was du tust. Überlege doch, was sie mit dieser Freiheit tun wird. Das Amulett wirkt und windet sich und ein dicker Schleim scheint aus dem schweren Edelstein zu fließen. Allein von dir bemerkt. Er bewegt sich auf Fanrots Augen und Gesicht zu und du hörst ihren Zornschrei, als sie zu spät den erneuten Angriff bemerkt. Nein. Sie versucht aufzustellen, fällt wieder auf den Boden. Du wirst bereuen. Was sie auch sagen wollte, es wird von ihrem gepressten Schrei verschluckt. Ihre Glieder zucken, ihre Finger verkrampfen sich. Oh, übel. Nee, 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 nee. Drache? Ich überspringe das jetzt alles. Nein, 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 nein. Das ist. Vergesst es. Das ist mir jetzt zu brisant. Soll der Drache in der Tiefe bleiben? Soll er da verfaulen? Was kümmert's mich? Er kam von da unten nicht raus. Er kann mir nur Diener entgegenschicken. Ich habe mein Max-Level erreicht. Ich brauch seinen Schatz nicht. Ich will jetzt nur noch Taos töten. Ich hole mir jetzt Hivarias. Statt Kanna, geh auf die Grabesinsel. Mach die Grabesinsel, hol mir Palegina und dann gehen wir Taos jagen im Sonne und Schatten oder wie das nochmal hieß. Sure. Sonne im Schatten, genau. Alles andere interessiert mich jetzt nicht mehr. Lassen wir diesen Drachen. Trauma und Erinnerung, das mit der trauernden Mutter konnten wir auch nicht lösen, also lösen wir noch Herr der Gestalten und die Main Quest. Alles andere interessiert mich jetzt mittlerweile nicht mehr. Den Drachen besiege ich vielleicht irgendwann mal in einem Offscreen oder im nächsten Durchlauf, wenn ich The White March drin habe und Level 14 werden kann. Ansonsten ist dieser Drache nämlich IMBA, Imba. Wenn er meine ganze Gruppe instant killen kann mit einem einzigen Angriff. Und einen Haufen Viehzeug um sich hat, das ihn heilt und bufft und hast du nicht gesehen. Nee. Der Meister der Tiefe soll da drin bleiben. Ich gehe auf die Grabesinsel. Und dann ist das gut. Ich kämpfe jetzt lieber gegen ein paar Schatten und Untote auf der Grabesinsel und nachher gegen Taos in Sonne im Schatten.
Und dann ist das Let's Play, das Projekt auch beendet, endlich. Weil mehr haben wir auch nicht mehr. Jo. So, jetzt dürfen wir gleich hier Varias auswählen. Und Grabinsel, ein Tag, 20 Stunden. Das geht okay. Jo, Grabesinsel sieht schon mal recht düster aus. Irgendwie tarianisch. Oder glafantanisch. Nein, Glafantaner sind die brutaler Kriegsverbrecher. Brutaler Krieger, den haben wir angeheuert. Ach, blutüberströmter Verbrecher oder was? Brutaler Kriegsverbrecher. Wir haben hier nur einen brutalen Krieger als Gast. Und den haben wir eingestellt. Einen anderen Gast sehe ich jetzt hier nicht. Egal. So, der Fährmann. This does look like Theos's kind of place. I remember when I was a girl. And the missionaries came and told us about the gods. They said we could see them in the stars. Oh, Iovara mal wieder. Iovara blickte die Ferne zu etwas, was nur sie sehen kann. Ich weiß noch, wie ich ein kleines Mädchen war und die Missionare kamen, um uns von den Göttern zu erzählen. Sie sagten, wir könnten sie in den Sternen sehen. I remember when I heard that. I snuck out at night and climbed the watchtower in the old fort, because I wanted to see them better. Ich schlich mich eines Nachts hinaus und stieg auf den Wachturm in der alten Festung, weil ich dachte, von dort oben könnte ich sie besser sehen. That fort burned down a few years ago, when we cast the missionaries out. It was the missionaries who set fire to it. They didn't want us to be able to use it. Shame. There was history in that fort. Die Festung ist vor einigen Jahren niedergebrannt, als wir die Missionare vertrieben. Es waren die Missionare, die sie in Brand steckten. Sie wollten sie nicht uns überlassen. Ein Jammer, die Festung hatte Geschichte. Sie werden noch Schlimmeres tun, wenn sie je zurückkehren. Die Festung hatte ihren Zweck überdauert. Es war ein falsches Gefühl der Sicherheit. Das war es. Für mich genau wie für jeden anderen. Die Flammen zu sehen, das hat mich nachdenklich gemacht. Sie blickt dich an. Es ist auch deine Heimat, genau wie meine. Machst du dir Sorgen um sie? Ich mache mir Sorgen um dich, sie hat schon Schlimmeres überstanden. Unsere Anwesenheit bringt Kratom in Gefahr. Sie hat schon Schlimmeres überstanden. Das versuche ich mir in Erinnerung zu rufen. Es ist schön, diese Verstärkung zu haben. Ich habe... I miscalculated many things since this began. I'm relieved you weren't one of them. It's a good thing we didn't hang you. Sehr schön. Ich habe vieles falsch eingeschätzt, seit diese Sache begann. Es erleichtert mich, dass du nicht dazugehörst. Ein Glück, dass wir dich nicht erhängt haben. I always knew this path would have consequences, but I never wanted to see Kratom suffer on my behalf. Sie blickt wieder in die Ferne. Ich wusste schon immer, dass dieser Weg Konsequenzen haben würde, aber ich wollte nie, dass Kratom meinetwegen leiden muss. I don't think I can stay here any longer. I am told the Inquisition is gathering an army, that they have sent messengers to bargain with rulers from distant lands. Kratom is not built to withstand a siege. Ich glaube, ich kann nicht länger hier bleiben. Es heißt, die Inquisition hebe eine Armee aus. Sie wollen Boten ausgesandt haben, um mit Herrschern aus fernen Landen zu verhandeln. Kratom ist nicht dafür geschaffen, einer Belagerung standzuhalten. If war is coming, I should be doing what Theos is doing. I will need allies. Allies and a stronghold that can resist an invading army. Wenn ein Krieg kommt, sollte ich tun, was Taos tut.
Ich brauche Verbündete, Verbündete und eine Festung, die eine angreifende Armee abhalten kann. Du spürst, wie ein langer Zeit, wie vor langer Zeit geformte Worte in deine Kehle aufsteigen, wie giftige schwarze Galle. Hast du an Osionus gedacht? Osionus. They have held off many would-be invaders, and their king has no love of the Inquisition's faith. I wonder, would he listen? Osionus, sie haben viele Invasionsversuche abgewehrt, und ihr König ist kein Freund des Glaubens der Inquisition. Ob er vielleicht zuhören würde? Wie groß ist denn die Grabesinsel? Oh, die ist schon ein bisschen größer. Okay, und ich sauge gerade Seelen in mich auf. Pevkra. Ach ja, der Bienenschwarm mal wieder. Let's go. Let's go. Macht wieder einen Haufen Damage. Aber hauptsächlich an meiner Ausdauer, nicht an meiner Gesundheit. Ja. Erwecktes Adra und ein bisschen Zeug. Sure. Was haben wir hier? Du trittst durch einen Tunnel in einen Durchgang in einen unterirdischen Tunnel. Eine Treppe windet sich nach oben zu einem kleinen Durchgang. Auf der oberen Ebene dringt Licht durch die eingestürzte Decke. Eine Mauer, Steinhof und Schutt blockiert den Weg. Schutthaufen untersuchen. Für dein aufmerksames Auge sieht der Schutt gefährlich instabil aus. Die Felsen scheinen durch bloßen Zerfall zusammenzuhalten. Wenn man nur einen davon bewegen könnte, könnte alles einstürzen. Schutt mit deinem Brecheisen. Du stemmst dein Brecheisen gegen einen großen Stein und drückst mit aller Kraft dagegen. Es gelingt dir, den Fels zu lösen, es rollt mit einem tiefen Knarzen davon. Andere Brocken und Stücke des Schutzes beginnen abzubrechen. Der gewaltige Haufen knarzt und echt zu tot, 1000 Kilo Steine auf dich hinabzuhageln. Als der Schutt hinabrollt, springst du durch die immer enger werdende Lücke. Der Felsrutsch kracht hinter dir hinab, du wirst lediglich im Nacken vor ein paar kleinen Kieseln getroffen. Licht strahlt in den Tunnel vor dir, es wird immer heller, je weiter du gehst. Bald endet der Gang auf der Grabesinsel. Okay. Kann ich noch zurückgehen? Oh, Abschieben der Abwehr. Reflexe. Kritischen Treffermultiplikator. Der Macht. Abwehr plus 9. Zauberschadenmultiplikator. Du hast noch keine. Gibt dir wenigstens 4 Abwehr. Du triffst richtig den Durchgang, ja. Gut, wir sind wieder unten. Das heißt, versperrte Passage zur versperrten Passage. Okay. Ich will ja nichts sagen, aber hier haben sie es echt verkommen lassen. Ach nee, ich höre mal wieder eine von denen heulen. Schatten, ihr wart mal schlimm. Mittlerweile seid ihr nur noch lästig. Geister ebenso. Da ist sie ja, die Kengwalla. So, das war die Kengwalla, die ich gehört habe wahrscheinlich. So. Das hier sieht wie ein Haus aus, würde ich eigentlich sagen, wie ein Gebäude, aber das scheint auch schon eingestürzt und verwittert zu sein.